Hola, que tal, wie man hier so schön in Oldenburg sagt. Ich habe euch mal wieder was mitgebracht. Wir haben was Neues bestellt. Und zwar Param, ein Fahrzeugortungssystem von der Firma Blaupunkt. Wie ist es dazu gekommen? Warum brauchen wir sowas eigentlich? Ist doch eigentlich Kiki, oder? Nö, ist es nicht. Guckt mal, wie viele Wohnmobile und Wohnwagen gestohlen werden. Also das Internet ist voll damit. Dann kommen die großen Aufrufe. Hey, habt ihr unser Wohnmobil gesehen, unseren Wohnwagen? Manchmal klappt es auch. Aber da wollen wir uns nicht drauf verlassen. Ja? Wir wollen also das ein bisschen auf technische Art und Weise lösen. Und dazu haben wir uns dieses Fahrzeugortungssystem bestellt, das jetzt mit der Post gekommen ist. Und das kann nicht nur unser Fahrzeug orten, also sagen, ihr seid jetzt genau hier, sondern das könnte, wenn wir das denn wollten, auch unsere Routeaufzeichnung, also ein Tracking-System. Und jetzt haben wir ursprünglich überlegt, so eine detaillierte Einbaueinleitung zu machen. Ja, also schön Kamera rauf, hier schließen wir es an. Aber ganz ehrlich, das wäre ein bisschen doof. Ne? Also dann könnten wir den Schlüssel ja auch gleich veröffentlichen und sagen, wo unser Fahrzeugschlüssel liegt. Dann wisst ihr, wo man es ausmachen kann. Also nicht ihr, sondern der Böse. Und deswegen haben wir uns dagegen entschlossen. Aber das hindert uns hier noch nicht, euch das mal genau zu zeigen, was dieses Blaupunkt Telematic GPS Traffic BPT 1500 Basic so kann. Ich mache die Packung mal auf. Unboxing nennt man das ja, ne? Ganz modern. Und da haben wir erstmal eine Tarif ist international. Tarif Basic Anleitung mit dem Aktivierungscode. Denn damit kann man dann ins Internet gehen, sein Konto einrichten und genau gucken, wo das Fahrzeug steht. Dann haben wir eine Einbauanleitung und die darf sich auch Einbauanleitung nennen. Denn wer sich ein bisschen damit auskennt, kommt sehr gut damit zurecht. Nee, was haben wir noch? Dann haben wir so einen kleinen Kasten. Mehr ist das nicht. Den kriegt man eigentlich überall unter. Und der hat sozusagen die ganze Intelligenz drin und eine eine SIM-Karte, wie ihr die aus dem Handy kennt. Und damit funkt dieses Gerät dann fortlaufend ins Internet, was hier gerade los ist an unserem Wagen, wo er sich befindet oder ob irgendwas Ungewöhnliches passiert ist. Angeschlossen wird das mit diesem Kabel. Ja, guckt mal hier. Das hat einen relativ dünnen Aderquerschnitt. Zeigt uns schon, viel Strom wird das Gerät nicht verbrauchen. Also, wir haben drei Kabel, einmal Plus, einmal Minus, Masse und ein Zündplus. Das heißt, dieses Gerät stellt sich darauf ein, ob die Zündung jetzt gerade an ist oder nicht. Ist die Zündung nicht an, dann ist er in Sleep-Modus, hat nicht die volle Funktionalität und spart damit auch Energie. So, und dann haben wir letztendlich hier noch so eine GPS-Maus mit einem Klebepad. Das wird an die Box angeschlossen und darüber kriegt er eben seine GPS-Koordinaten, um die weiterzufunken. So, das ist jetzt sozusagen eine Kurzvorstellung dieses Geräts gewesen. Eigentlich richtig interessant wird es erst, wenn wir uns zusammen an den Rechner setzen. Wir machen mal dieses System auf und dann sagt er uns, ihr steht genau hier, wo er auch stehen soll. Das wäre dann ja auch wünschenswert. Das passiert aber erst im zweiten Teil. Warum? Weil das werden wir ausgiebig mit der Routing-Funktion, mit der Standortnavigation, das werden wir ausgiebig testen, wenn wir nach Schottland fahren in 4 Wochen. Das heißt, was passiert heute hier? Wir werden dieses Gerät einbauen. Mehr wird nicht passieren. Das Gerät habe ich euch vorgestellt. In 3 Wochen werde ich euch dann das Teil 2 dieses Videos zeigen, wo wir dann genau mal den ganzen, ja, wie sagt man, auf das Ganze auf Herz und Nieren prüfen, ob er denn jetzt auch wirklich weiß, wo wir sind. Also 2 Teile. Für heute war es das. Genießt das Wetter. Noch ist der Sommer da. Der wird nicht mehr lange da sein. Also nehmt mit, was mitzunehmen geht. Geiles Wetter. Geht raus, macht was Schönes. Ich wünsche euch einen schönen Tag.